Im heutigen Fachteil geht es um die Mietkaution, deren Zweck und wann diese zurückbezahlt werden muss oder einbehalten werden darf. Der Mieter zahlt zu Beginn des Mietverhältnisses die Mietkaution. Die Kaution wird beim Vermieter hinterlegt und soll ihn gegen Schäden aus dem Mietverhältnis, wie zum Beispiel nicht bezahlte Mieten und Nebenkosten oder Schäden an dem Mietobjekt selbst, absichern. Die Kaution ist nicht automatisch per Gesetz festgeschrieben, sondern muss im Mietvertrag vereinbart werden. Die Höhe der Kaution kann zwischen Mieter und Vermieter ausgehandelt werden, aber es gibt gesetzliche Spielregeln. Die Kaution darf insgesamt nicht mehr als 3 Netto-Kaltmieten betragen. Die Bezahlung der Mietkaution kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen, wenn sich die beiden Parteien darüber einig sind. Zum Beispiel also als Baukaution, als Bankbürgschaft in Form einer Mietkautionsversicherung und so weiter. Vertragsklauseln, die eine zu hohe Kaution festlegen oder die das Recht des Mieters auf eine Ratenzahlung der Kaution ausschließen oder Klauseln, die es dem Vermieter erlauben, die Mietkaution nach Ende des Mietverhältnisses zu einem beliebigen Zeitpunkt erst zurückzubezahlen, die sind ungültig. Die Fristen für die Rückzahlung der Kaution. Wenn das Mietverhältnis endet, dann will der Mieter die Kaution in der Regel zügig zurückhaben. Aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Kautionsrückzahlung sind nicht so eng, wie man oft vermutet. Dem Vermieter steht nach der Rechtsprechung eine sogenannte Überlegungsfrist von 3 bis 6 Monaten zu. Innerhalb dieser Zeit kann er prüfen, ob er noch Ansprüche aus dem Mietverhältnis hat. Er kann in dieser Zeit also untersuchen, ob Schäden an der Wohnung entstanden sind, ob im Mietvertrag vereinbarte Absprachen über die Instandhaltung der Wohnung eingehalten worden sind und ob die Nebenkosten vollständig bezahlt wurden. Wenn schon beim Auszug klar ist, dass keine Ansprüche gegen die Mieter vorliegen, wird die Rückzahlung sofort fällig. Also, wann darf die Mietkaution einbehalten werden? Der Vermieter darf einen angemessenen Teil der Kaution auch über das Ende der Überlegungsfrist hinaus einbehalten, wenn zum Beispiel Zahlungsrückstand bei der Miete vorhanden ist oder wenn Nachforderungen aus der noch ausstehenden Betriebskostenabrechnung zu erwarten sind. Dann ist das auch ein ausreichender Grund, die Rückzahlung der Kaution aufzuschieben, denn die Betriebskosten werden nicht unmittelbar nach dem Auszug des Mieters, sondern nur einmal jährlich abgerechnet. Nachzahlungen für die Betriebskosten des vergangenen Jahres können so einfach mit der Mietkaution verrechnet werden. Doch hier aufgepasst, die Höhe der einbehaltenen Kaution muss den zu erwartenden Nachforderungen entsprechen. Wenn der Mieter etwa 1.500 Euro Kaution gezahlt hat und es wird nach dem Auszug eine Nachzahlung über ca. 200 Euro Betriebskosten erwartet, dann darf der Vermieter nicht die gesamte Kaution einbehalten, sondern nur den Betrag von ca. 200 bis 300 Euro, also in etwa das, was erwartet wird. Da sich der Vermieter mit der Mietkaution gegen Mietschäden absichert, kann die Kaution auch einbehalten werden, wenn bei der Rückgabe des Mietobjekts offensichtliche Mängel vorhanden sind. Dazu muss im Mietvertrag klar geregelt sein, dass die Mieter die Verantwortung für etwaige Schönheitsreparaturen tragen. Ansonsten ist hier der Vermieter zuständig, Mängel auszuräumen. Diese Regelung findet sich im § 535 des BGB, in dem heißt es: Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. Diese Regelung findet sich im § 535 des BGB. Übrigens, in der Regel können Mieter durch den Mietvertrag nur zu Ausbesserungsarbeiten verpflichtet werden, die mit Hilfe von Farbe, Gips und Tapete vorgenommen werden können. Vor diesem Hintergrund darf man das Wort Schönheitsreparaturen also nicht wörtlich nehmen, weil echte Reparaturen in der Regel Sache des Vermieters sind. Übliche Aufgaben, die in die Verantwortung der Mieter fallen können, sind also zum Beispiel Putzen der Wohnung, die Beseitigung von Bohrlöchern oder das Lackieren von Heizkörpern und das Streichen und Tapezieren von Wänden, Türen und Fensterrahmen und solchen Dingen.
Wann verjährt der Anspruch auf Kautionsrückzahlung? Der Anspruch des Mieters auf die Rückzahlung der Mietkaution verjährt schon nach 3 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Jahresende, in dem der Anspruch fällig geworden ist. Läuft die dem Vermieter zustehende Überlegungsfrist zum Beispiel im Juli ab, dann beginnt die 3-jährige Verjährungsfrist am 31. Dezember desselben Jahres zu laufen und endet dann eben 3 Jahre später, ebenfalls am 31. Dezember. Am besten spricht der Mieter die Kautionsrückzahlung bei dem Vermieter direkt an, denn wenn die Frist verstrichen ist, besteht auch kein Recht mehr auf die geleistete Mietkaution. Wie muss die Kaution angelegt werden? Der Vermieter hat im Hinblick auf die Mietkaution eine sogenannte Vermögensbetreuungspflicht. Die Kaution ist für ihn Fremdgeld, das er zum üblichen Zinssatz für eine Spareinlage mit 3-monatiger Kündigungsfrist auf einem separaten Kautionskonto anlegen muss. Führt der Vermieter das Kautionskonto nicht als Treuhandskonto, sondern legt die Kaution und sein eigenes Vermögen auf einem privaten Konto zusammen an, dann macht er sich nach § 266 des Strafgesetzbuchs wegen Untreue strafbar. Hier wird in der Praxis der Vorwurf wegen Untreue laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs wieder aufgehoben, wenn der Vermieter die Kaution auf Aufforderung umgehend wieder zurückbezahlt. Nur wenn er das nicht macht, dann muss der Vermieter sich wegen Vermögensgefährdung verantworten. Wenn ein Vermieter die Kaution nicht angelegt hat oder ein Mieter seinen Vermieter vergeblich dazu auffordert, einen Nachweis über die ordnungsgemäße Anlage der Kaution zu erbringen, dann darf er vorübergehend die Mietzahlung bis in Höhe der Kaution einstellen. Wenn dann der Ex-Vermieter die Mietkaution am Ende des Mietverhältnisses ohne Grund einbehält, dann muss der Mieter zeitnah handeln. Wenn der Vermieter nicht mit sich reden lässt, ist hier oft der Rechtsweg die einzige Option. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Fachteil.